Willkommen zu Tagesordnungspunkt 18. Das ist die, jetzt muss ich das nur kurz aufschlagen, das ist der dringliche Gesetzentwurf, die erste Lesung des dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten für ein Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen, Drucksache 20/2591. Und ich darf den Kollegen Günter Rudolph bitten, den Gesetzentwurf einzubringen. Herr Präsident, vier Fraktionen, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und FDP, haben den Gesetzentwurf vorgelegt. In schwierigen Zeiten muss die unterste staatlich-demokratisch legitimierte Ebene handlungsfähig sein. Das sind die Gemeindevertretungen, die Kreistage, die Magistrate, Gemeindevorstände. Trotzdem gilt, und das ist gut, bevor es andere sagen, Kollege Bellino, ist gut, wenn erfahrene Kommunalpolitiker wie Kollege Bellino und vielleicht auch ich den ein oder anderen Hinweis gegeben haben, damit das Gesetz praktikabel anwendbar ist, dass dann nicht alles auf die Exekutive, in dem Fall Magistrat, Gemeindevorstand, verlagert wird, sondern in dem Fall auf den Haupt- und Finanzausschuss. Das ist eine weitere Stärkung der untersten Vertretungskörperschaft. Und gut und richtig ist auch, dass man das im Umlaufverfahren machen kann, um Eventualitäten vorzubeugen. Aber im Kern geht es darum, dass die Ebene der Kommunalparlamente und Vertretungskörperschaften handlungsfähig ist und bleibt. Aber richtig ist auch, das kann nur zeitlich befristet sein bis zum 31.03. nächsten Jahres. Das ist nämlich das Ende der Kommunalwahlperiode. Das macht durchaus Sinn. Wenn es vorher endet, ist es auch gut. Dann bleibt das dabei. Aber das zeigt auch der Ansatz, Direktwahlen zu verschieben bis 1. November, ist richtig und vernünftig. Wir wollen, dass Direktwahlen politisch legitimiert durch möglichst hohe Wahlbeteiligung. Können wir übrigens auch noch mehr tun. Landratsdirektwahlen mit 25% Wahlbeteiligung sind auch noch ausbaufähig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein guter Gesetzentwurf, der den Kommunen jetzt Handlungs- und Rechtssicherheit gibt. Deswegen bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Wir haben uns darauf verständigt, dass auf eine Aussprache verzichtet wird. Und wenn ich das so sagen darf, wir machen dann wieder den § 14 Tango sozusagen. Das bedeutet, dass wir jetzt erst einmal uns darüber verständigen müssen, dass wir nach § 14 den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen. Und ich darf fragen, wird der Antrag gestellt? Kollege Günter Rudolph stellt den Antrag. Dann lasse ich nun über den dringlichen Gesetzentwurf mit der Drucksache 20/2591 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit haben wir den so einstimmig erst einmal in erster Lesung angenommen. Jetzt kommt der zweite Schritt, meine Damen und Herren. Wir haben keinen Antrag auf Ausschussüberweisung gehabt. Und nach § 14 Absatz 3 der Geschäftsordnung kann jetzt der Landtag beschließen, dass er in die zweite Lesung eintritt. Ich frage, wird das beantragt? Kollege Günter Rudolph beantragt das. Auch hierüber lasse ich nun abstimmen. Wer ist dafür, dass wir nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eintreten? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann haben wir das auch so einstimmig entsprechend beschlossen, können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Hier haben wir vereinbart, dass keine Aussprache stattfinden soll. Wir können daher nun den dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Und ich frage, wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist er dringlich. Oh, Entschuldigung. Fraktion DIE LINKE enthält sich. Damit ist der dringliche Gesetzentwurf in zweiter Lesung bei Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE angenommen worden. Und das Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen zum Gesetz erhoben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn mein Zettelchen stimmt, haben wir die Tagesordnung abgearbeitet. Wir haben gezeigt, das Parlament macht seine Arbeit. Der Staat ist handlungsfähig. Ich will Ihnen allen danken, dass wir das heute so hinbekommen haben. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, wie wir das hinbekommen haben. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Sie haben es mir sehr leicht gemacht. Ich glaube, so wie das hier heute gelaufen ist, gab es das in Hessen noch nie. Und deswegen kann man mit gutem oder mit Fug und Recht sagen, das war historisch, was wir heute geleistet haben. Mir bleibt eigentlich nur Ihnen alles Gute zu wünschen. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie aber vor allem gesund. Dieses Land braucht Sie. Das haben Sie heute einmal mehr bewiesen. Also, bis bald.